Hey Leute, was gibt's schon? Herzlich willkommen zu einem weiteren Special bei First Guy mit vielen verschiedenen Price Ranges, die man dem Gegner drückt und womit man ihn richtig rasieren kann, aber auch traumhafte Spieler geben kann. Der Gegner ist Wakes. Peace, Freund, ich bin auch mit dabei. Das erste Mal so ein bei First Guy. Hört sich richtig geil an, ich habe übertrieben Bock drauf. Ja, Mann. Ja, der Support bei diesen bei First Guys als Special ist auch immer riesig. Deswegen, ich mache gerade mal so ein bisschen abwechselnd. Einmal die normalen mit dicken Price Ranges, einmal das. Aber ihr seht, auch hier wird das Ganze noch extremer. Denn hier oben wird jetzt sogar ein garantierter Bronze gesucht. Dafür ist aber hier unten noch eine teure Price Range mehr. Das heißt, man hat mehr teure, aber auch mehr schlechte, die einen richtig rasieren können. Was vielleicht das Ganze noch cooler macht. Deswegen lasst ein Like da. Dann gibt es weiterhin solche Special bei First Guys auch immer mal wieder zwischendurch. Lasst auch gerne ein Abo da, tag Wakes up und dann gehen wir gleich mal direkt rein. So, wir haben unsere Formation ja auch schon fix und jeder sucht sich mal den ersten Spieler aus und überlegt sich, was er den anderen für eine Price Range gibt. Und dann streicht man das durch, was man dem anderen gegeben hat, damit man so eine Übersicht hat. Ich gehe mal als erstes auf diese Position. Ich bin auch auf meiner Position und ich gebe dir als erstes 200.000 Coins. Ich gebe dir 750 schon mal direkt. 750 willst du mir direkt reindrücken. Das kann rasieren. Wenn man das zum Beispiel bei Torhüter-Position bekommt und oder irgendwo, wo gar kein einziger Spieler aufploppt, muss man danach dann für null suchen. Also wenn man kann zum Beispiel, keine Ahnung, beim Linksverteidiger 2,5 Millionen kriegen, wenn nichts kommt, wird man rasiert danach. Oh. So. Tschüss. Digga, bei selbst bei 200k kommen ja komplett verrückte Seiten. Was ist das denn? Kannst du mir als erstes die Zahl geben? Ja, mach ich mal. Ich gebe dir die 4. Boah, die 7 oder die 10 wäre es gewesen, Digga. Aber auf der 4 ist auch ein Spieler, der 1,8 Millionen kostet. Also, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Was? Okay. Du kriegst von das mir, wird... während ich meinen Spieler einkaufen gehe, Nummer 6. Ja, sehr, sehr geiler Spieler. Den hätte ich upgraden können auf seine 98er beste Version. Der hier ist ja eh krank. Aber ja, auch der nicht bekommen bis top. Nächste Position, die hier wird. Jetzt die Frage, was wird eingegeben? Welche Zahl? Du gibst bitte jetzt 50.000 ein. Und ich habe auch schon durchgestrichen, was ich dir gebe. 50.000 ist okay auf der Position. Ich gebe dir 1,5 Millionen, weil du, glaube ich, denkst, jetzt kommt was Niedriges. 1,5 Millionen gibst du mir? Ja. Könnte reinscheppern. Oh, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin auf meiner Seite. Ja. Bei 50k nur Top-Spiele. Du bist auf deiner Seite bei 1,5 Millionen, da müsst ja nur Maschinen sein, oder was? Das sind nur Maschinen, ja. Mir ist es komplett egal, wen du mir gibst. Alle kosten halt 1,5 Millionen. Okay, gib dir die 9. Und das ist krass. Schade, 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 dass ich die nicht im Verein habe. Aber ich habe eine 99er-Karte bekommen, so viel kann ich dir spoilern. Okay, ich werde keine kriegen, aber ich habe trotzdem gute Spieler, sag mal. Es gibt die 2 für dich. Ja, Team of the Year. Die gehen zwar alle für Mindestpreis, man wird die nie wieder los, aber passt. Was? Wo gehe ich hin? Ich nehme als nächstes diese Position hier. Let's go. Und diese du? Position. Ich bin auch schon auf meiner Position und du kriegst von mir als nächstes 10.000 Münzen. Ich hab's gehofft, weil das ist wirklich eine Position, die lässt sich mit allen anderen ausgleichen. Sehr gut, sehr gut. Das ist sogar die, wo ich am liebsten sogar Bronze fast genommen hätte. Nein. 10k, jetzt habe ich auch die günstigen schon mal weg. Habe ich dir schon was gegeben? Nee. Ich sage dann, du darfst den Star nehmen, also ein Spieler aus deinem Verein. Du guckst jetzt einfach aus deinem Verein und von den 10 Spielern, die da kommen, kannst du einen nehmen, wen du willst. Warte, ich muss auf die Position aber, ne? Warte. Auf die, wo ich gerade war. Zack. Und einen von diesen Spielern darf ich jetzt nehmen, die hier sind. Ja, wen du willst. Ja, ich hoffe, das ist nicht zu fresh. Aber dein Verein ist eigentlich crazy. Das ist halt, du hast bei Star schon Glück. Du hast, glaube ich, noch mal mehr krasse mal rumliegen als ich. Ich nehme den hier. Ich nehme den hier. Warte mal, der kostet so viel, aber der ist auf dem Flügel geiler als der, oder? Okay, alles klar. Nee, ich entscheide mich für ihn. Ich habe mich entschieden für den Star. Er ist es. Ja, dann brauche ich noch fix eine Zahl. 1 bis 10, hier sind sogar 2 Goldkarten drauf. Boah, bitte gebe ich dir eine Goldkarte, das wäre crazy. Du kriegst von mir die 5. 96er Footies bei 10k bekommen. Schmeckt. Nein. Also, du hattest den Star jetzt. Ich nehme als nächstes die Position hier. Und ich gebe dir Bronze einfach mal jetzt. Nein! Nicht aus der Position! Oder aus dem Verteidiger, auch crazy? Nicht auf der, aus dem Verein oder auf dem Markt dann? Auf dem Markt auch. Also Bronze, Rare einfach suchen und dann kommt da gleich eine Zahl. Ja, Junge. Oh, der wäre heftig. Bro, der wäre sogar heftig. Gute.
Was soll das? Warum gibt's da gute? Nein, gib dir direkt die 10. So, jetzt gib mir mal meine Price Range. 10 hast du mir gegeben? Ja, ja. Kauf den sogar für den Preis, mir scheißegal, Digga. Du kriegst Price Range, du kriegst Price Range, du kriegst Price Range 500k. Nein, da kommt, glaube ich, nichts. Das heißt ja, was? Ja, doch, der kommt noch! Ey, wäre nichts gekommen, hätte ich auch für 150 auf den Markt suchen müssen. Da hätte alles kommen können. Bronze, Silber, hätten auch Special Cards kommen können. Aber zum Glück kommen da doch noch welche. Bruder, das war die Torhüter-Position. Ich sag, doch, bei 750k wären sogar auch noch welche gekommen. Ja, dann kommt ja nur Schmeichel, oder nicht? Alle. Ja, ja, aber die tun den überteuer auf. Aber ab 1 Million wäre ja nichts mehr gekommen. Und dann hätte ich für 150 suchen müssen und hätte vielleicht auch Bronze, Silber, Keeper bekommen. Zum Glück kam Schmeichel noch. Geil, okay. Glück für dich. Glück. Freunde, als nächstes gehe ich auf folgende Position, auf die hier. Yes, ich habe sie ausgesucht. Und du kriegst von mir, bist du auf deiner Position? Ja. 1 Million. Boah, wichtige Position. So viel brauchen wir aber eigentlich gar nicht auf dieser Position. 1 Million, ich gehe mal rauf. Macher, nur Hä? Bruder, hier ist ein Spieler bei der Kosten 30k. Was? Bei einer Million? Bruder, du weißt genau, der größte Hunde soll mit dem immer Coins geschoben werden. Aber was ist das für eine Price Range? Ich wusste nicht, dass er bei 1 Million immer noch kommt. Enzo, dachte, oder der was? Ist 5 und... Na, ja, Bruder, das war früher. Aber in der Verteidigung ist der Milenkovic, Basi. Also, der falsche Fofi. Warum kommt der bei 1 Million immer noch? Das macht gar keinen Sinn. Bro, hier wenn du den jetzt bekommst, ne? Zwei immer dazwischen, das wäre absoluter Scam. Also ich gebe dir erstmal jetzt deine Price Range und du kriegst 100k. Auf locker, auf gemütlich. Ja. Kommt vielleicht sogar was Besseres als Milenkovic. Also am Ende, du kannst sogar was Besseres kriegen als ich jetzt mit meiner Million. Hm. Ja, sag mal an. Ich gebe dir die... die 1. Bro, ich weiß nicht, was ich heute für ein Team baue. Ich mache ein 100-Mio-Team, glaube ich, alleine voll. Geht krass schon wieder mit der 1. Muss ich mir auch wieder kaufen, kostet auch wieder eine Mio. Dann gibt es bei dir jetzt Milenkovic Savic auf der 9. Ne. Schade. 2,8 Millionen, glaube ich. Nice. So, Freunde, es geht auf die nächste Position und ich würde sagen, für mich geht's jetzt auf folgende Position. Zeig mal auf die Tafel einmal rein, dass die Leute sehen, was schon durchgestrichen ist und was noch nicht. Ja, siehst du, ne? 5 Sachen und hier oben wird der Strich gesetzt. Oben heißt, du kriegst 10.000 jetzt. 10.000 willst du mir jetzt geben? Ja. Bist du dir sicher? Ja, ja, auf locker, ja. Okay, ist krass bei mir dann jetzt. Okay, und bei mir? Gibst für dich den Starspieler. Den Star! Warte mal. Okay, da muss ich die Position... Da weiß ich sogar schon direkt, bei der Position habe ich auf jeden Fall einen... Ey, warte mal, was denn? Ah, ich dachte gerade, ich habe nur Silberspieler fallen. Ich habe gar nicht mal so geile. Zum Glück habe ich einen von der letzten Aufnahme noch nicht verkauft. Ansonsten wären die gar nicht so fresh gewesen. Aber er ist wirklich, den kann man Star nennen. Ich habe ihn drin. Bist du auf der Seite? Yes. Machen wir einfach die 2. Darf ich ihn upgraden, wenn ich ihn fein hab? Ja, eigentlich schon. Ja, ist ja bei Bifest Game immer so. Okay, dann grade ich ihn ab, weil ich hab ihn im Verein. Warte kurz, ich zeig's euch hier. Muss ich einmal kurz so machen. Ich hab sowieso fast jeden Spieler im Verein und dann hab ich anstatt einen goldenen ein Team of the Tournament. Das passt. Muss das sein? Du hast selbst ja gesagt, ich hätte sonst auch den Goldspieler gespielt, aber den Team of the Tournament, den spiele ich natürlich lieber. Das ist geil. Ja. Na gut, dann nächste Position. Nächster Spieler, der gesucht wird. Ich gebe dir 200.000 jetzt. Gemütlich. 200k. Und das ist eigentlich fast sehr gut. Es ist eigentlich sehr gut. Erzähl. Tor oder was? Ja, okay. Sag mal meine auch, ich will auch eine Seite haben. Willst du auch schon wissen oder was? Ja, ich wollte sagen. Dann gibt's für dich, ich habe ja nicht mehr viel übrig. Es gibt für dich jetzt 1,5 Millionen. Boah, doch, das ist eine Position, da kann man auch richtig arbeiten. Was kommt hier jetzt bei... Tschüss. Ja, schmeckt gerne, super, grandios. Okay, ja, schmeckt richtig diese Seite. Dann kriegst du von mir auch direkt die Nummer und du kriegst die Nummer 7. Oh, tanze Samba gleich. Ja. Ein Brasilianer, oder was? Ja, nicht nur ein Brasilianer. Okay, warte mal, du hast auch deine Seite. Ich gebe dir die 9. Okay, war 9-mal derselbe Spieler, einmal ein anderer. Ich habe den Spieler bekommen, den ich dachte, dass ich ihn bekomme. Er ist drin. Mhm. Freunde, nur noch 4 Spieler sind offen. Für welche Position soll ich mich entscheiden? Ich glaube, ich entscheide mich für diese Position jetzt. Passt, sind ja auch genau 4 Price Ranges, die hier noch am Start sind. Und richtig teure, richtig günstige, alles irgendwie noch. Ja. Ich gehe auf 50k für dich. Und du denkst jetzt, weil ich dir eben 1,5 Millionen gegeben habe, kommt jetzt der Bronze-Spieler, aber jetzt kommt 2,5 Millionen. Ja, Mann! Bro,
weißt du, wenn man nur einen Stürmer hat, weißt du, dann will man auch vorne gerne die 2,5 Millionen drin haben. Ah, tschüss, was eine Seite, Bro. Ich küsse doch dein. Hätte ich dir jetzt einfach mal den Bronzespieler gegeben, hättest du einen Bronze. Wäre vorbei gewesen bei Bronze. Yeah, ich habe alles auf diese Karte gesetzt, dass du mir nochmal was Teures gibst. Ja, Mann. Also hier könnte ich auch dicker upgraden zur besten Karte im Game. Hier ist das, hier ist dies. Ja, erzähl mal. Ja, komm, rutsch mir den Buckel runter, kriegst die 4. Und da müssen wir Bruder, ich krieg den momentan in jedem Video, ne? Das ist so crazy. Bro, du bist gar kein Spaß. Mit Tränen im Auge gleich, wenn du mein Team siehst. Vielleicht weißt du auch schon, wer es ist. Was habe ich dir gegeben gerade? 50.000. Günstig, ne? Okay, bist du auf der Seite? Ja. Dann, die 1. Den habe ich, glaube ich, sogar im Verein, Digga. So ein 50.000-Spiel habe ich doch safe im Verein. Nee, das ist schon die beste Karte von ihm. Ich habe die, glaube ich, doch nicht im Verein. Muss ich mir kaufen, hole ich mir. Wir machen weiter. Jetzt weiß ich halt, dass Bronze bald kommt. Deswegen bin ich ein bisschen am Zittern, wann es kommt, wo es kommt. Naja, bist du drauf? Ich bin drauf auf meiner Position. 2,5 Millionen für dich. Jetzt gehen wir auch all in. Jetzt müssen hier die dicken Batzen fliegen. Du hast mir die teuren Price Ranges einfach auf derselben Position gegeben. Ich glaube, das war 1,5 Millionen vorher und jetzt 2,5 Millionen. Okay. Bin drauf. Und du kriegst von mir, ich gebe dir als nächstes 100.000. Auf gemütlich. Das ist gut, hier keinen Bronze zu haben. Ich habe eine genaue Idee, wo der Bronze jetzt hin soll. Also es könnte, bei den letzten beiden Positionen kann der Bronze entweder Vollbruch absolut schlimm sein oder so, dass ich ihn vielleicht Umgang bekomme, sodass ich ihn aus dem Spiel rauslasse. Aber auf jeden Fall, du bist auf deiner Seite, ne? Mhm. Du willst dein Captain quasi wissen, deine Maschine, dein zweiten Star, deinen gekauften Star. Ich gebe dir die 10. Jawoll, Digga. Der kommt wild, Bro. Und da gucke ich mal meinen Verein. Upgrade! Nein, Spaß, ich habe ihn in der gleichen Version. Ja, gut. Okay. Du brauchst auch eine Zahl von mir, oder was? Ja, bei 2,5 Millionen noch zu upgraden wäre auch hammerhart gewesen. Das hätte dann nur CR7 Footies, glaube ich, sein können, oder? Ja. Kein Plan. Erzähl. Von mir gibt's die 5. Ja, passt. Ah, ist lange nicht mehr gezockt, da hat mir früher gefallen. Passt auch voll gut rein, volle Chemie mit ihm immer noch. Ah, nee, doch nicht eigentlich. Jetzt ist die Frage, gebe ich dir jetzt den Bronze oder gebe ich dir jetzt die letzte Price Range? Du musst jetzt gut nachdenken. Jetzt muss ich den Spieler kaufen und dann muss ich die Gehirnzellen anstrengen. Leute, Big Flop. Ich habe voll vergessen, ich habe den gleichen Spieler schon in der besseren Version. Dadurch, dass das hier die bessere Version ist und die anderen gucken auf den Bildern, habe ich gar nicht realisiert. Ich muss jetzt nochmal auf der Hälfte, der hat schon gekauft. Ich konnte ihn aber dann nicht reintun, weil es mir gesagt hat. Du hast den gleichen Spieler schon im Team. Ja, hätte ich checken müssen. Ich suche nochmal für 100.000 und die Seite sieht diesmal sogar deutlich geiler aus. Gedribbelt. Ich habe dir eben die 5, glaube ich, gegeben. Dann kriegst du nochmal die 5. Okay, der ist nicht geiler, der ist genau selbe Niveau. Passt. Gedribbelt. Na, schade. Bro, der, den du mir eben gegeben hast, der wäre 30.000 wert gewesen, der jetzt 25. Was ist das denn? Ja, jetzt geht's darum. Na, ich bin auf der Position, die ich als nächstes suche. Ich auch. Okay, ich gebe dir 500.000. Und ich gebe dir Bronze. Ja! Ja! Es ist kein Außenverteidiger. Es wäre sonst der Außenverteidiger gewesen. Das passt. Ich habe mir von Anfang an gesagt, ich gebe dir den vorletzten Spieler Bronze. Deswegen habe ich es auch jetzt durchgezogen. Und du hast es anscheinend so richtig gemacht. Ich auch. Ja, machen wir. Ich habe dir noch nicht die 5 gegeben, oder? Mach ich jetzt auch mal. Haben wir dreimal aneinander 5, nachdem du mir zweimal gegeben hast. Gut, guter Abräumer, Digga. Aha. Den packe ich ein. Ich habe dir jetzt irgendwie 10 miteinander die 5 gegeben. Ich gebe dir jetzt nicht nochmal die 5. Das wäre zu viel des Guten. Deswegen kriegst du von mir die 7. Ja, hole ich. Aber mein nicht sofort, Kaufpreis ist mir nicht wert. Aber hier ist er. Für 900 Münzen, da nehme ich den. Aber nicht für 10.000. Ja, nicht dumm. So, letzte Position. Jetzt gibt es ja nicht mehr viel zu reden. Warte. Ich muss mal noch kaufen. Ich kaufe meinen gerade noch. Ah, easy. So, ich habe meinen Spieler gekauft und wir können auf die letzte Position gehen. Wie viel habe ich? 1 Million? Eine Million. Das heißt, bei uns beiden wird wahrscheinlich jetzt noch mal was Knalliges kommen. Wenn überhaupt noch was kommt. Ich bin drauf für 1 Million. Da kommen noch sehr gute Sachen hier. Tschüss. Köstlich, schmecklich. Ich gebe dir die 9. Ja, bin ich mir zufrieden. Bin ich sehr happy mit. Da muss ich nicht auf den Transfermarkt gehen. Da kann ich in meinen Verein gehen und diese Karte einfügen. Und das ist eine sehr, 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 sehr solide Karte. Dann gibt's von mir zum Abschluss nochmal die 2. Ah, wir haben nicht einmal dem anderen die gleiche Zahl gegeben, ne? Nee. Ich hab jetzt ein bisschen gehofft, dass du mir auch die 9 gibst, so mäßig. Auf die Karte, ich Bock hab, 2. Das ist auch cool, aber den hättest du ja noch besser gegeben und so. Haut mir nicht um.
Geil, Freunde, das Ding ist durch. Ja, das hat richtig Bock gemacht mit diesen Price Ranges. Naja, das ist echt mit Adrenalin und wann man den Gegner ein bisschen hochnehmen kann, Mindgames. Bin mal gespannt, wo du den Bronzespieler hast. Und ich bin mal gespannt, was du sagst, wo ich den Bronzespieler habe. Außenverteidiger, Torwart, irgendwas muss das bei dir sein. Die Teams stehen ja, ihr seht es hier. Genau, jetzt kommt noch ein Trainer dazu, dann gehen wir ins Game und da sehen wir uns auch gleich. Der Moment der Wahrheit, wir wissen nichts, wir wissen nicht mal die Formation von dem anderen. Mal zeig mal her den Lachs. Tor haben wir beide schmeicheln, ist klar. Oh, ehrlich, Stürmer! Was nervst du, Junge? Vielleicht umgehen. Was nervst du, weil scheiß Stürmer ist Bronze. Du falscher Fofi, hast mir den Stürmer Bronze reingedrückt. Ja, und hast du gesehen? Ich krieg einfach, ich hab ein halbes Jahr keine MVP-Karte gehabt. Seitdem ich die hab, krieg ich in jeder Aufnahme. Das ist crazy. Das und dann noch diese geile Real Madrid-Karte. Ja, ja. Oh, bro. Guck mal, wie er den festmacht, den Ball, Junge. Was lachst du ihn aus, Junge? Hä? Mein Stürmer hat den Ball festgemacht. Digga, was macht der Bronze da fast 0-1? Naja, merkst selbst. Hast ihn ausgelacht, der will dich jetzt hops nehmen. Hier ist mein Bronze. Stark, Bruder! Passt im freien Raum, hat er gut gesehen. Oh, Junge. Kann auch noch. Jetzt geht's aber los hier. Was geht hier? Das gefällt mir doch. Weg mit dir. Sehr schön. Und rein in die Mitte, noch ein weiter. Ey Mann, du hast auch diesen hässlichen Mbappé mit seiner scheiß Maske, Mann. 2 Jahre zu spät zu Real gewechselt, ey. Leider hat er die nicht in-game, aber egal. Und ich überlege gerade, wie ich Tore schießen soll. Vielleicht so? Und gut. In der Mitte wartet mein Bronze. Das ist echt Krise. Ich kann mich einfach auf die anderen konzentrieren. Ich brauche den Gefühl nicht mal decken. Und dann kommen die schnell Konter. Wie schlecht, Digga. Ich wäre weg gewesen, wäre das nicht der Bronze-Spieler. Wow. Nein, mein Bronx. Hey, der hat ehrlich Präsenz leider da. Ich dachte, er hat viel weniger Präsenz im Set. Mein Bronx hat auch Präsenz, aber im positiven Sinne. Der hat leider ehrlich Präsenz. Was passiert denn hier? Mal probieren. Tempo immer gut. Der immer rennt. Immer, nein! Wie kann man so Bronx treffen? Ey, ich hätte den Ball noch retten können. Ich habe einfach Controller weggelegt. Ich dachte, er ist safe im Aus. Hä? Ja, das ist ja das Peinlichste, was ich hier gesehen habe von einem Verteidiger. Ist das krass. Einfach. Boah, Bronzekarte mit dem besten Ball. Nein. Hör auf zu grätschen. Ja? Rückraum. Digga, nein! Wichtig. Pfeif einfach ab. Pfeif einfach zur Halbzeit. Darf gar nicht mehr jetzt in den Rückraum passen, glaube ich. Nein! Pfeif jetzt einfach zur Halbzeit. Geht doch. Ja, scheiße. Ah, nochmal gut schon. 1-0, 0-1 kann man noch drehen in der zweiten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass sie noch existieren, ey. Okay. Einfach Lena Oberdorf, Digga, aus der Innenverteidigung kommt wieder angesprintet und macht das Tor, ist das krank. Macht Full Tempo, perfekter Annahmeschuss, super. Beschweren kann ich mich ja weniger für 72 Schuss. Jetzt. Du wusstest es einfach, du hast ihn einfach laufen gelassen, ist das krank. Scheiße. Oh mein Gott, ich liebe mein Leben. Yeah, yeah, yeah. Digga! Ja, wird alles im Plan. Wird alles im Plan, ist klar. Bronze. Ach, der. Gut! Nein! Rette ihn doch. Ja. Was? Oh mein Gott. Ey! Ey, Mann! Oh. Geh doch rein! Oh. Geh doch rein! Crazy. Oh. Nein, ich wusste es doch. Komm schon. Digga, dieser Ferdinand! Mal als ob man nicht an ihm vorbeilaufen kann, als wäre der 8 Meter breit. Ferdinand ist so krass gewesen. Real Talk, als auch wenn ich jetzt 2-0 verloren habe. Ferdinand, Man of the Match, ey. Was war mit dem? Boah. Also, eine Bronzekarte vorher drin geht halt ehrlich nichts. Das, ne? Das war so hart. Ich konnte kein Tor schießen, ey. Und immer wenn ich in der Schussposition war, hast du halt schon den Torwart gemoved. Also ich hätte drüber spielen müssen, aber bringt ja nichts. Krass. Einfach nur Mitspieler decken und das war schon ein totaler Bruch. Okay. Freunde, das Ding ist durchsortiert. Mein Controller geht jetzt auch gleich leer, stand da gerade. Deswegen gut, dass wir jetzt hier abschließen. Und ich hoffe, hier geht nicht zu viel baden. Was hat es jetzt nochmal für eine Formation? 4-3-3 oder was? 4-3-3, die vierte. Die vierte mit Z-O-M, okay. Dann überlege ich mal ganz kurz, was da so geht. Ja, doch, wir waren ja heute auf Oldschool, das sind Positionen, die haben so FIFA 16, 17, da waren immer krasse Spieler, vielleicht ja jetzt auch, mal gucken. Ich nehme LZM und auch RZM. Mit LZM hätte ich leben können. Bruno Fernandes, Team of the Tournament, auch eklig mit 96.
Aber auf der anderen Seite chillt auch ein 96er und den habe ich mir gerade gekauft. Das ist Roberto Carlos. Greats of the Game. 1,1 Millionen. Mio. Ja, der ist wild. Der hat mich auch richtig genervt im Game. Freut mich, dass der weg muss. Roberto Carlos. Ey, ist das krass. Was diskarden wir immer hier, ey. Ja, ich mach die nächste Million weg. Ich mach eine SPC. Roberto Carlos, du Glatzkopf. Patsch, eine letzte Klatsche auf deine Glatze, Junge. Und Team absenden. Team ist weg. GG. Leute, hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht, war sehr interessant. Ich denke, diese Bypass-Guys sind auch mal crazy, weil die Teams nicht nur teuer sind, sondern auch immer so ein paar lustige Karten da mit drin sind und so. Manchmal sogar auch Goldkarten, alles drum und dran. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Einfach 97 rated Kolumuani gezogen, krass. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal, ciao. Einer war fast Profit sogar, der kostet auch 70k oder so. Ja, Mann, geil, geil, sogar Duplikat.